DTP Entertainment AG und Deck 13 Interactive präsentieren das Spiel Venetica. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Diesmal ein Action-Rollenspiel aus dem Jahre 2009. Ein deutsches Spiel. Und vielleicht weiß es ja sogar der ein oder andere, aber das Spiel habe ich ganz am Anfang mal versucht zu Let's Playen, habe es dann aber schließlich abgebrochen, nicht weil mir das Spiel nicht gefallen hat, sondern weil ich mich einfach noch nicht bereit dafür gefühlt habe, so ein großes Spiel zu Let's Playen. Man muss ja doch immer erstmal ein bisschen lernen und ein bisschen ausprobieren, wie man so am besten kommentiert, und am Anfang, denke ich, war ich doch noch sehr, sehr, sehr schüchtern. Und wenn ich mir jetzt so ein Video ansehe, mein erstes Video, meine ersten Videos im Gegensatz zu den neuen, denke ich, hat sich doch schon einiges getan. Und ich denke, dass ich jetzt doch dafür bereit bin, jetzt so ein großes Spiel zu Let's Playen. Und ich wollte es einfach weiterspielen, beziehungsweise ich werde es jetzt neu anfangen, weil einfach um nochmal neuen Einstand zu geben, auch für die, die es noch nicht gesehen haben, die müssen sich ja da nicht mit so einem Schund abgeben, wie ich es am Anfang gemacht habe, sondern die können auch gleich mit den neuen Kommentaren und der besseren Bildqualität, die Bildqualität hat sich ja auch um einiges verbessert, und ich denke, da ist es einfach sinnvoll, wenn ich das nochmal von vorne anfange. Hatte aber sehr lange Lust darauf, dieses Spiel zu spielen, und jetzt muss ich das einfach spielen, und deshalb würde ich sagen, gar nicht lange quatschen, sondern direkt loslegen mit einem neuen Spiel. Viel Spaß dabei! Ist es vollbracht? Das Blut ist verschwunden. Sind wir noch in der Welt der Lebenden? Ja, das sind wir. Wir werden für immer hier sein. Es sei denn, ich fühle eine schwache Präsenz. Ein kleiner Funke nur, aber er könnte alles zu Fall bringen. Aber du sagtest, dass uns niemand gefährlich... Wir müssen den Grund finden und vernichten. Was immer du wünschst, mein neuer Fürst. Doch wo sollen wir suchen? Ich kann nicht glauben, dass schon Midsommer ist. Die Zeit ist wie im Flug vergangen. Und ich kann noch so viel davon mit dir verbringen. Es scheint nie genug zu sein. Du weißt, ich muss morgen los. Also, hast du über mein Angebot nachgedacht? Ja, und ich würde liebend gern mit dir kommen. Aber ich glaube nicht, dass ich kann. Es ist nicht meine Bestimmung, ein Held zu sein. Aber meine Bestimmung ist es, an deiner Seite zu sein. Sag nur ein Wort und ich bleibe hier bei dir. Nein, Benedikt, du kannst nicht hier bleiben. Ich meine, schau dich an, in dieser glänzenden Rüstung. Du darfst deine Zeit nicht in diesem Dorf verschwenden. Geh und fang mit deiner Ausbildung an. Es war schon immer dein Traum. Ich dagegen gehöre hierher. Egal, was die Leute sagen, das hier ist meine Heimat. Ich bin kein Abenteurer. Keine Sorge. Die Welt zu retten hört sich für mich viel einfacher an, als dir all das zu geben, was du verdienst. Ich werde nicht lange weg sein. Versprochen. Vorsicht, versprich nichts, was du nicht auch halten kannst. Benedikt, komm mal her! Irgendwas stimmt nicht! Paul, du suchst dir wirklich immer den ungünstigsten Zeitpunkt aus. Und du bleibst genau hier. Nicht weglaufen. Was? Wer sind diese? Oh nein! Lauft um euer Leben! Scarlett! Komm hier rüber! Schnell! So, dann sollen wir jetzt also die Tasten via SD benutzen, um den Charakter zu bewegen, und die Maus, um die Richtung zu ändern. Und umschalten sollen wir drücken, um zwischen Gehen und Rennen zu wechseln. Gut, dann machen wir das doch mal. Und unsere erste Aufgabe scheint zu sein, uns in Sicherheit zu bringen, weil hinter uns brennt die Brücke. Ach du Scheiße. Wollen wir mal hoffen, dass vor uns Besseres auf uns wartet? Ja gut, ich würde rennen über die Brücke. Los, Scarlett, lauf!
Lauf, lauf, wir schaffen das. Oder auch nicht. In deiner Nähe ist ein Gegenstand. Benutze den Aktionsknopf, um den Gegenstand aufzuheben. Und mit dem Aktionsknopf kann ich auch mit Objekten und Personen interagieren. Und ich nehme mal an, das soll der Schürhaken hier sein. Oder den nehmen wir mal auf. Weil das ist ja auch unsere erste Waffe, die wir gefunden haben. Und damit können wir zerstörbare Gegenstände zerstören. Das ist ja praktisch, ne? So, dann zieh den mal. Und jetzt hauen wir erstmal die Tür kaputt, damit die uns nicht verbrennen. Das wollen wir ja alles nicht. Und wir helfen mal dem alten armen Mann, der gar nicht so gegen einen Assassinen ankommen kann. Und der auch ohne ein Wort des Dankes einfach verschwindet. Das ist natürlich immer sehr nett. Und sie ist auch schon fix und fertig. Von dem einen Assassinen. Wie soll das Spiel über weitergehen? Ah, warte, aber ich sammle jetzt erstmal ein, was der Assassine dabei hat. Der hat 5 Dukaten dabei. Nicht viel, aber... Oh. Ah, besser als nichts. Und jetzt helfen wir mal den armen Leuten hier. Die können ja gar nicht... Gut, dass wir armes Mädchen die Assassinen fertig machen können, im Gegensatz zu den Männern. Aber die scheinen auch nicht im Kampf verprobt zu sein. So, hier war da noch einer. Genau, komm. Lauf schon. So, dem ziehen wir erstmal schön den Schürhaken durchs Gesicht. Und... plündern ihn 6 Dukaten. Damit können wir uns später dann auch nochmal was kaufen, was Nettes. Und 6 Dukaten. Und jetzt helfen wir dem alten Mann noch. Ist das der von eben wieder? Der begibt sich aber von einer brenzligen Situation in die nächste. Er muss aufpassen. Was? Benedikt? Das war nicht so leicht, wie ich dachte. Nein, nein, das kann nicht sein. Du bist in Sicherheit. Das ist alles, was zählt. Tu mir das nicht an. Bitte. Ich werde bei dir sein. Immer. Oh nein, Benedikt. Meine Tochter. Wer bist du? Dir bleibt keine Zeit, um deinen Verlust zu beweinen. Was ist das hier? Ein Traum? Nur du stehst zwischen dem Leben und der ewigen Dunkelheit. Ich verstehe das nicht. Was bedeutet das alles? Du besitzt Kräfte, derer du dir noch nicht bewusst bist. Diese Kräfte musst du beherrschen lernen. Das ist dein Schicksal. Kräfte? Ich besitze keine Kräfte. Mein Geliebter ist gestorben und ich konnte nichts dagegen tun. Ich bin keine Kriegerin. Wie konnte das alles nur passieren? Du wirst alles erfahren, schon sehr bald. Für den Augenblick aber muss dir genügen, dass du weißt, dass du stark werden wirst und das Schicksal deiner Welt entscheiden kannst.
meiner Welt? Es gibt nichts mehr, was mich in dieser Welt halten kann. Was auch immer es ist, von dem du sprichst, es wird ohne mich geschehen müssen. Meine Tochter, höre mir genau zu. Ich werde dir Macht geben und Schutz. Damit wirst du Großes bewirken können. Du kannst Menschen wiedersehen, die deine Welt verlassen haben. Benedikt! Oder du setzt deine Macht ein, um diejenigen zu zerschmettern, die dir und den Menschen, die dir nahestehen, dies angetan haben. Tröstet dich das? Okay, jetzt können wir also auswählen zwischen ich will Rache, ich will Benedikt wiedersehen und ich bin noch unentschlossen. Und wenn ich das richtig weiß, dann ist diese Entscheidungen, die binden uns an ein Geschehen. Und je nachdem, wie wir uns entscheiden, entscheidet sich auch das Spiel irgendwie, dass es einen anderen Weg für uns bereit hat. Und deshalb würde ich sagen, binden wir uns noch nicht an einen Weg. Und ich sage erstmal, ich bin unentschlossen. Dann können wir uns immer noch entscheiden, ob wir Rache nehmen wollen oder Benedikt wiedersehen wollen. Und deshalb würde ich sagen, unentschlossen, damit uns noch ein Weg offen bleibt. Aber wir kommen auf jeden Fall ans Ziel. Soweit weiß ich schon mal. Egal, wie wir uns entscheiden mögen. Ich bin noch unentschlossen. Bald schon wirst du deine Entscheidung treffen müssen. Wie dem auch sei, deine Beweggründe sind für mich nicht von Bedeutung. Solange du meine Aufgabe erfüllst, finde das Versteck der Mondklinge, die ich vor langer Zeit für dich hinterlassen habe, und setze sie ein, um nach Venedig zu gelangen und den untoten Fürsten zu besiegen. Mondklinge? Welcher untote Fürst? Von nun an werde ich über dich wachen. Und niemals könntest du einen stärkeren Verbündeten als mich an deiner Seite haben. Und nun schlafe, meine Tochter. Aber ich habe noch so viele Fragen. Schlafe. Mit dem Anbruch des Tages wird deine Last sich lindern. Aber... Schlafe. Ach, du bist wach. Es tut mir alles so leid für dich. Ich hatte einen schrecklichen Traum. Benedikt starb. Und dann traf ich... Ich glaube, es war der Tod. Er sagte mir, ich solle eine Waffe finden und nach Venedig gehen. Ich bin so verwirrt. Auch wenn ich es noch so sehr wünschte, Liebes. Es war kein Traum. Benedikt ist tot. Aber ich fühle noch immer seine Gegenwart, als wäre er bei mir, genau hier. Viele Tote sind seit letzter Nacht zu beklagen. Auch mein Jol wird niemals nach Hause zurückkehren. Ich fühle mich ganz benommen. Ich kann keinen klaren Gedanken fassen. Das wird vergehen, ganz sicher. Und jetzt solltest du dir erst einmal etwas Neues zum Anziehen besorgen. Am besten du fragst Matteo. Seine Tochter ist ungefähr in deinem Alter. Matteo. Der Schmied am Ende der Dorfstraße. Ach, du bist wirklich durcheinander. Er kann dir auch einiges über Klingen erzählen. So, dann haben wir jetzt mal hier ein paar Auswahlmöglichkeiten und da würde ich sagen, arbeiten wir eins nach dem anderen ab und fragen die alte Mann nach der Mondklinge. Hast du schon mal von einer Waffe namens Mondklinge gehört? Tod und Teufel! Sprich nicht von solchen Dingen in meinem Haus, wie verfallen es auch sein mag. Vielleicht wagt Matteo es ja, deine Frage zu beantworten. Und jetzt geh. Ich gehe erst, wenn ich weiß, was vergangene Nacht passiert ist. Was ist letzte Nacht passiert? Es sind finstere Mächte, die dich suchen. Ich habe immer versucht, dich zu beschützen, als wärst du meine eigene Tochter. Doch nun bist du hier nicht mehr sicher. Du musst uns verlassen und dich an einem anderen Ort verbergen. Was für finstere Mächte? Du musst mir mehr erzählen. Gift und Galle! Keine weiteren verfluchten Worte werde ich in den Mund nehmen. Doch vergiss niemals! Dinge streifen durch unsere Welt, die aus der Hölle selbst stammen. Und keine Klinge der Lebenden kann dich je vor ihnen schützen. Wenn du sie siehst, diese Teufel und Dämonen, dann lauf! Lauf so schnell du kannst! Du bist nur ein schwaches Kind und wirst nicht gegen die Gefahren dieser Welt bestehen können. Und nun geh.
Die will uns unbedingt loswerden, aber nicht mit mir. Erst will ich was über meine Familie wissen, bevor ich hier verschwinde. Du hast immer für mich gesorgt. Ich habe mich um dich gekümmert, seit du mir als kleines Kind anvertraut wurdest. Meine Eltern. Ich darf dir nichts über sie erzählen. Ich darf dir nichts über sie erzählen. Es ist zu deinem eigenen Wohl. Und du würdest es nur ungern erfahren. Manchmal müssen Geheimnisse gewahrt bleiben, wie hoch der Preis auch sein mag. Und wie sieht's mit dem Ausruhen hier aus? Kriege ich wenigstens ein schönes, warmes, kuscheliges Bett hin? Ich fühle mich schwach. Du kannst jederzeit hier schlafen, wenn du dich schwach fühlst. Doch bleibe nicht zu lange. Höre auf meinen Rat. Bis später. Neuer Auftrag, der untote Fürst. Fertigkeit erlernt, Pfad des Rahmen. Neuer Auftrag, angemessene Kleidung. Neuer Auftrag, das Mundklingengeheimnis. Neuer Auftrag, Venedig erreichen. Und das Spiel ist gespeichert, zum Glück. Und wir haben einen Haufen, eine Menge, viele neue Aufträge bekommen, die wir jetzt abarbeiten müssen. Und im Betten kannst du dich erholen und Energie regenerieren. Benutze den Aktionsknopf in der Nähe eines Bettes und wähle dann die Zeit, zu der du aufwachen möchtest. Ja, das ist ja alles schön und gut, aber es ist ja gerade Tag und wir haben ein bisschen viel geschlafen. Da brauchen wir jetzt uns nicht extra ausruhen. Aber ich würde sagen, unsere Aufgaben und das Dorf hier erkunden zum Beispiel, das ziemlich ramponiert und zerstört ist. Ach du Scheiße, das ist wirklich... Und das hier ist der Turm gewesen, glaube ich, wo wir runtergestürzt sind. Genau, hier ist die Brücke, da sind wir runtergefallen. Aber ich würde sagen, das schauen wir uns das nächste Mal an. Ich will erstmal gucken, ob die Aufnahme wirklich läuft und alles, ob alles so funktioniert, wie es sein sollte. Und dann würde ich sagen, probieren wir das nächste Mal hier mal ein bisschen weiterzukommen. Und dann sehen wir uns das nächste Mal. Bis dahin, tschüss!